Hallo und herzlich willkommen zu Florian und Yannick trainieren. Heute fangen wir mit dem ersten Sportgerät an, nachdem wir euch letzte Woche unser Projekt schon vorgestellt haben. Das ist der Yoga Pilates Ring. Den Yoga Pilates Ring, den gibt es in verschiedenen Größen. Unserer hat einen Durchmesser von 35 cm. Je nach Hersteller gibt es auch unterschiedliche Gewichtsklassen. Natürlich könnte ich euch jetzt von tausenden Übungen erzählen, die man mit dem Ring machen kann. Wir haben uns für zwei Übungen entschieden und fangen mit der ersten Übung an. Während ich euch die Übung erkläre, wird Yannick sie vormachen. Fangen wir an mit der Übung, die für den Brustmuskel und für den Trizeps gut ist. Nehmt den Ring in beide Hände. Die Arme sind nicht komplett ausgestreckt, sondern leicht angewinkelt. Nun drückt ihr den Ring langsam zusammen, sodass sich beide Hände näher kommen, allerdings nicht berühren. Beim Zusammendrücken des Rings atmet ihr aus. Und beim Auseinandergehen des Rings atmet ihr wieder ein. Diesen Vorgang wiederholt ihr 15 Mal und insgesamt könnt ihr damit 3 Durchgänge machen. Die zweite Übung, die wir für euch rausgesucht haben, stärkt die Oberschenkelmuskulatur, besser gesagt die Abduktoren. Bei dieser Übung legt ihr euch auf den Rücken und streckt die Füße wie bei einem Sit-Up angewinkelt in die Luft. Den Ring klemmt ihr zwischen den Unterschenkeln ein. Nun drückt ihr den Ring wie bei der vorherigen Übung leicht zusammen und lasst ihn anschließend wieder locker. Auch hier solltet ihr auf die Atmung achten. Das heißt, ihr atmet ein beim Zusammendrücken und beim Lockerlassen atmet ihr wieder aus. Die Übung kann man in 3 Durchgängen à 15 Wiederholungen absolvieren. Das war's mit der ersten Folge Fit. Seid nächste Woche dabei, wenn wir beide euch die Faszienrolle vorstellen. Bis dahin, bleibt sportlich!